Als nächstes wollen wir uns überlegen, wie wir die Länge eines Vektors ausrechnen können. Also hier rechts ist der Vektor v grafisch dargestellt als Pfeil und es geht darum, wie lang ist dieser Pfeil eigentlich. Dazu zeichnen wir nicht nur den Vektor v ein, sondern auch die Komponenten v1 und v2, so wie wir uns bewegt haben, um diesen Vektor v einzuzeichnen. Und wenn wir das machen, dann entsteht ein rechtwinkliges Dreieck. Die Kathetenlängen sind v1 und v2. Und die Länge der Hypotenuse ist genau die gesuchte Länge des Vektors. Das heißt, die Länge des Vektors können wir einfach mit dem Satz von Pythagoras ausrechnen. Die Länge der Hypotenuse ist gleich die Wurzel aus Katheterquadrat plus Katheterquadrat. Das ist die allgemeine Formel. Konkret für das Beispiel rechts ist V1 gleich 6. Das heißt, wir haben die Wurzel aus 36 plus und V2 ist 4, 4 Quadrat ist 16, also die Wurzel aus 52 und die ist laut Taschenrechner rund 7,21. Dieser Vektor V hat also die Länge 7,21 und für die Länge verwenden wir auch eine Kurzschreibweise, nämlich die Betragstriche. Der Betrag von V, also die senkrechten Striche, sagen dir, dass das hier um die Länge des Vektors geht und darum sagt man manchmal auch der Betrag eines Vektors anstatt die Länge eines Vektors.